begrüßen Sie herzlich zur heutigen Tagesschau. Für Sie im Studio ist Chiara. Am 15.09.2016 sind wir wieder bei einem... Hallo zusammen, das ist Chiara. Sie ist 13 Jahre alt und diesmal wollen wir bei Dein großer Tag ihren größten Wunsch erfüllen. Ich würde so gerne den Leuten einmal die Nachrichten ernst, glaubhaft und interessant rüberbringen. Ich hoffe sehr, dass ihr mir die Chance gebt, einmal die Nachrichten zu moderieren. Vielleicht bis bald. Eure Chiara. Gleich werden wir Chiara überraschen. Zweimal pro Woche trainiert sie hier mit ihrem Korbballteam. Darf ich euch kurz beim Training stören, Mädels? Hi. Sorry, dass wir so reinplatzen, aber ich suche die Chiara. Ja. Hi. Chiara, hast du eine Idee, warum wir hier so mit einer Kamera einfach im Training reinplatzen? Ja. Warum? Weil ich mich für Dein großer Tag beworben habe. Aha, und mit welchem Wunsch? Einmal die Nachrichten zu moderieren. Ich habe einen Vorschlag. Okay. Du lässt die Schule die nächsten Tage sausen. Mhm. Und stattdessen fährst du mit mir zusammen in die Redaktion der Kindernachrichten Logo. Mhm. Und lernst dort, wie man professionell Nachrichten macht. Oh, wie cool. Danke. Was sagst du dazu? Mega. Hast du Lust? Ja. Dann herzlich willkommen bei Dein großer Tag. Danke. Überraschung. Und wieder einmal haben wir jemanden richtig glücklich gemacht. In den nächsten 3 Tagen wird Chiara mit uns ein mega Programm erleben. Chiara lebt zusammen mit ihrer Schwester Hannah, ihrer Mama und ihrem Papa in der Nähe von Koblenz. Tschüss für alle! Yay! Chiara liebt Eulen, sammelt Korbballmedaillen, schreibt selber Sportberichte und sie hat sogar schon ein eigenes Buch geschrieben. Voll verhext, Magie außer Kontrolle. Aber wie bist du denn ausgerechnet auf den Beruf des Nachrichtensprechers gekommen? Also ich habe halt schon ganz viele Videos mit meinen Freundinnen gedreht und es hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Und da ich auch sehr gerne vor anderen rede oder auch etwas ihnen mitteile, gefällt mir das einfach. Und worauf freust du dich am meisten und was wünschst du dir für diese Tage? Also ich glaube, am meisten freue ich mich, wenn ich dann wirklich da stehe und das dann vorlesen darf und ein bisschen so moderieren darf. Am nächsten Tag bei Logo. Die tägliche Themenkonferenz der Redaktion hat gerade angefangen. Hallo. Hallo. Na, Chiara, schön dich zu sehen. Ja, schön dich zu sehen. Herzlich willkommen bei Logo. Logo, genau. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ja, hast du gut geschlafen? Ja. Aufgeregt? Ja, schon ein bisschen. Ja, bereit, die Macher von Logo kennenzulernen und ganz viele Fragen zu stellen und jeden zu lernen? Ja. Okay, dann geht's da lang. Ich folge dir. Los geht's. Was Chiara nicht weiß, sie wird gleich auch die Logo-Moderatorin Jenny kennenlernen. Oh, hallo. Dürfen wir ganz kurz stören? Ja, ich habe Chiara mitgebracht. Hallo. Und deine Lieblingsmoderatorin ist zufällig auch da. Wo darfst du dich denn hinsetzen? Wir haben den Platz freigehalten. Okay. Super. Hallo. Hallo. Ja, ich freue mich. Ja, wir machen gerade die Themen für heute. Okay. Also gucken, was heute los ist. Und dann entscheiden wir, was heute Abend in die Sendung kommt. Und sind gespannt auch, was du sagst. Also Super. Darfst mitentscheiden. Dann gab es eine Meldung, französische Forscher haben mal verglichen, wie fit Kinder eigentlich sind. Das ist so ein Vergleichsversuch. Ob der Eindruck nicht tatsächlich so ist, Kinder, die können irgendwie 3 Stunden lang bolzen und die Eltern sind immer schon sofort kaputt. Da kümmert sich Katrin Schaumann schon drum. Der Bundesrechnungshof mahnt an, dass die Kosten für Zahnspangen für Kinder in den letzten 10 Jahren verdoppelt sich haben und wollen jetzt, dass das mal, erforscht wird, ob das eigentlich, und die sagen, das ist gar nicht richtig klar, ob das eigentlich so einen großen Nutzen hat und wollen, dass das nochmal überprüft wird. Aber was ich am spannendsten fand, war jetzt die Bewerbung für die Fußball-EM, weil wir da eigentlich noch gar nicht drauf geschaut haben, als der Kampagnenstart war. Jeden Tag wählt die Redaktion aus der Vielzahl aktueller Meldungen die spannendsten und wichtigsten Themen für Kinder aus. Daraus entsteht dann die Logo-Sendung, die am Abend zu sehen sein wird.
Heute darf nicht nur Jenny, sondern auch Chiara mitentscheiden. Ja, also ich finde das eigentlich sehr passend wegen meiner Zahnschwange. Aber das mit der Bewerbung für die Fußball-WM finde ich auch sehr interessant. Vielleicht, also ich weiß jetzt nicht, der Vergleich mit den Kindern und den Ausdauersportlern fand ich auch. Das haben wir jetzt zum Glück schon gemacht. Ach so, okay. So, das haben wir schon eingeplant. Die fitten okay. Kinder sind das, genau. Ach so, ja, gut. Und diese Brillenbären, interessieren die dich? Neue Brillenbär-Babys im Zoo? Also das ist bestimmt eher so für die Jüngeren, die das gucken, aber mich würde es jetzt nicht so interessieren. Okay, dann machen wir heute doch lieber Fußball-EM, oder? Darum könnte sich dann die Judith kümmern. Und vielleicht kann die Chiara ja die Judith unterstützen bei dem Beitrag über die Fußball-EM-Bewerbung. Dann haben, glaube ich, alle was zu tun und dann können wir starten. Die nächste Aufgabe für die Redakteure ist nun die Recherche. Das heißt, es müssen möglichst viele Infos zu den Themen gefunden und ausgewählt werden. Judith und Chiara kümmern sich um den Beitrag über die EM-Bewerbung Deutschlands für 2024. Doch es gibt Probleme, nämlich keine passenden Bilder zu der Meldung. Also, es sieht nicht so gut aus für unsere Meldung. Okay. Die ist gerade wieder aus der Sendung rausgeflogen, weil wir nicht genug Bilder haben. Also es gibt kein Bewegtbild dazu, deswegen machen wir jetzt doch keinen Beitrag darüber und die Sendung hat sich ein bisschen umgebaut. Ich mache jetzt heute doch nur das Wetter und das Wettertier, das kennst du ja bestimmt. Ja. Yeah. Das können wir später auch zusammen machen, wenn du willst, auch zusammen vertonen und so. Mhm. Ich würde dich jetzt eher zu meiner Kollegin rüberschicken. Redakteurin Katrin bereitet einen Beitrag über die Fitness von Kindern vor. Ich habe jetzt hier schon einen Text geschrieben und brauche natürlich Bilder dazu. Okay. Guck mal, hier habe ich jetzt zum Beispiel Junge auf einem Laufrad, also auf so einem Trimm-Dich-Rad, weil das war halt der Versuch von den Forschern, dass sie die getestet haben im Vergleich zu Erwachsenen und wie fit die sind und wie schnell die sich wieder erholen. Und genau, dann habe ich halt hier noch so Sportbilder, fertiger Erwachsener. Das ist halt immer wichtig, bevor man in den Schnitt geht, dass man halt auch weiß, auf welche Bilder erzähle ich eigentlich die Geschichte. So, ne? Das ist halt anders, als wenn du nur einen Artikel schreiben musst. Okay. Es hat mich sehr überrascht, wie viele Leute hier an wie vielen unterschiedlichen Themen gleichzeitig arbeiten und wie viel Arbeit das wirklich ist. Für 10 Minuten oder für jeden Beitrag, die sind ja meistens nur eine Minute lang. Und ja, mir gefällt sie auf jeden Fall richtig gut. Aber jetzt wird's noch besser. Wir machen uns auf den langen Weg zum Fernsehstudio, wo jeden Abend die Logosendung entsteht. So. Jenny zeigt Chiara, wie sie sich in dem komplett grünen Studio bewegen muss, damit sie im Fernsehbild perfekt mit der Grafik zusammenpasst. Steh einfach mal hier, ich positioniere dich mal. Was auch immer schwierig ist, ist alles immer seitenverkehrt. Also wenn du jetzt denkst, du musst, eigentlich denkst du ja jetzt, du musst da zu der Karte gucken. Ja, ja. Aber die Karte ist da. Dann, Es ist deswegen, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Okay, und was auch ganz cool ist, du hast immer diese Karten hier, weil man weiß sonst nie, was man mit seinen Händen machen soll. Dann steht dann immer so ein bisschen doof da. Deswegen kriegst du jetzt die Karten. Dann versuch einfach mal den Text jetzt hier und ich gehe mal aus dem Bild. Okay, super. Wenn ihr das Logo mobil seht, dann heißt das, dass eure Themen bei uns in die Sendung kommen. Denn ihr könnt uns Bescheid sagen, wenn das Logo mobil bei euch vorbeikommen soll, um über euch zu berichten. Jetzt ging es nach Bitterfels zu der 10-jährigen Eva, denn sie wollte uns ihre Sportart Rudern vorstellen. Sie wohnt praktischerweise direkt an einem See und da ist auch ein Ruderleistungszentrum, wo wir das Logo mobil hingeschickt haben. Du hast dich nur einmal minimal versprochen, aber es ist ja, du hast den Text noch nie vorher vorgelesen. Das ist der Kracher. Und du hast ihn auch nicht selber geschrieben. Das ist nämlich ja nochmal so, wenn man den Text selber schreibt, dann kann man ihn auch besser. Deswegen, also das ist jetzt wirklich eine große Leistung. Dankeschön. Gleich darauf darf Chiara für den Schlusswitz der Sendung Kleinen Ferkeln ihre Stimme leihen. Lass mal Fußball spielen.
ich bin Jenny, das hier sind eure Nachrichten und wir haben heute... Und schon zwei Stunden später ist das alles bei der heutigen Logo-Folge im Fernsehen und online zu sehen. Und schon nach wenigen Minuten müssen die keuchend aufgeben. Jetzt ging es nach Bitterfeld zur 10-jährigen Eva, denn sie wollte uns ihre Sportart Rudern vorstellen. Los, Mama, weg! Mama, spiel mit uns fangen! Mama ist schon völlig fertig. Hey Chiara! Und wie war dein erster Tag heute hier in der Logo-Nachrichtenredaktion? Also es war super abwechslungsreich, super aufregend und es hat mir total viel Spaß gemacht. Das freut mich. Was hältst du denn davon, wenn ich dir jetzt auch mal verrate, was wir morgen vorhaben? Ja, unbedingt. Also pass auf, du wirst morgen deinen ganz eigenen Nachrichtenfilm erstellen. Das bedeutet, es gibt morgen ein Thema, du bekommst einen Redakteur an die Seite gestellt, du musst dich natürlich über das Thema informieren, du bekommst einen eigenen Kameramann und danach gehst du in den Schnitt und machst den Film selbstständig fertig. Oh mein Gott, das ist wirklich sehr aufregend. Ich habe gerade keine Worte, weil das so aufregend ist. Oh mein Gott, danke schön. Ich bin gespannt, wie Chiara das heute machen wird. Hallo Chiara, alles klar? Ja. Komm doch mal kurz in unsere Mitte. Ich möchte dir Justine vorstellen. Hallo, hallo Chiara, ich bin Justine. Und sie wird dich heute begleiten und betreuen und dir dabei helfen, deinen Film zu erstellen. Ich hoffe, du hast Lust. Sollen wir loslegen? Ja, auf jeden Fall, gerne. Na dann rein. Liest du einfach mal durch, was wir jetzt heute vorhaben? Mainzer Tierheim baut ein neues Hundehaus. Okay, das ist eine Wahnsinnsmeldung, die News des Tages für heute. Und jetzt würde ich dich bitten, mal zu überlegen, wie man journalistisch mit so einer Meldung umgeht. Okay, vielleicht, also das ist ja jetzt einfach mal so eine Tatsache, die jetzt hier so ist. Genau. Wir haben ja noch keine Hintergrundinformationen, also vielleicht könnte man einfach mal in Zeitungen oder im Internet nach mehr Informationen suchen, die mit dem Thema zu tun haben. Super Idee! Schnell hat Chiara die Seite des Tierheims gefunden. Bei der Suche nach Infos sind die richtigen Fragen entscheidend. Warum ist schon mal ein gutes Ding für die Nachrichten, ne? Die paar W-Fragen. Ja. Hast du schon mal davon gehört? Ja, habe ich. Was, wie, wo, wann? Sehr gut. Die Recherche am Computer ist aber nur der erste Schritt. Und dann müsste man vielleicht, um den Leuten einen besseren Eindruck zu verschaffen, vielleicht sogar dahin oder gucken, wie weit die mit dem Bau sind oder so. Super! Vorher ruft Chiara beim Tierheim an. Tierheim 1, Erdner, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Chiara von Dein großer Tag. Und ich würde gerne eine Fernsehaufnahme bei Ihnen für den Neubau des Hundehauses drehen. Die Zeit drängt und unsere rasenden Reporterinnen machen sich auf den Weg zum Tierheim. Dort treffen sie die Leiterin des Tierheims, um sich gemeinsam einen Eindruck vom alten und neuen Hundehaus zu verschaffen. Das sind die Zwinger von innen. Okay. Ja, ja. Man sieht die Wände, der Boden, das ist halt alles sehr, sehr uneben. Das ist also natürlich eigentlich auch ziemlich fürchterlich, ne? Genau. Es ist schwierig, halt auch sauber zu machen einfach. Ja. Das ist halt das echt was von Gefängnis, oder? Ja, genau. Echt? Ja. Und hier entsteht jetzt das neue Hundehaus. Okay. Und warum haben Sie das jetzt so in die Gruppen erweitert? Warum sind es nicht Einzelzwinger geblieben? Warum jetzt? Die Gruppenhaltung wird halt einfach immer mehr. Mhm. Und Hunde sind natürlich halt auch sehr, sehr soziale Tiere oder soziale Wesen, die natürlich genauso wie wir ungern alleine sind. Okay. Jetzt hast du ja im Prinzip schon was ganz, ganz, ganz Richtiges gemacht. Nämlich, du hast deiner natürlichen Neugierde freien Lauf gelassen und Fragen rausgehauen. Ja. Das nennt man jetzt im Prinzip Vor-Ort-Recherche. Okay. Jetzt ist noch die Herausforderung für uns als Fernsehredakteurinnen oder Reporterinnen, wie man das dann bildlich darstellt. Ja, vielleicht könnte man mit der Kamera in diese dunkle Gasse gehen und dann so ein einsamer Hund. Super, Mensch! Und der dann so da hockt und ganz traurig guckt mit den großen Augen. Ihre Bildideen muss Chiara jetzt mit Kameramann Andi besprechen. Was hast du denn vorgestellt? Ja, als erstes wollte ich vielleicht, dass du so an das Schild da am Tierheim so ein bisschen ranzoomst und dann so weg. Und dann in die Steigasse kurz da mal so reinfilmst, in diese Zwinger, wie runtergekommen das einfach ist. Und dann brauche ich noch einen Hundeblick, der sehr traurig ist. Und da habe ich schon ein bisschen gesichtet. Chiara weiß genau, was sie will.
vielleicht noch ein bisschen langsamer. So dass man sieht, dass es halt alles so dasselbe ist. Nochmal vielleicht. Es sieht so aus, als weint der Hund in dieser Aufnahme. Das war doch genau das, was du wolltest, ja, oder? Ja, genau. Letzter Punkt auf Chiaras Drehplan ist ein Interview mit der Tierheimleiterin. Kommt, die mittlerweile abgegeben werden, das alte Hundehaus schon noch nutzen. Schon kurz darauf sitzen Justine und Chiara im Schnitt. Kater Andi wird aus den einzelnen Aufnahmen nun einen Film schneiden. Und ich habe jetzt die 15 Minuten, die der Kameramann oder die Kamerafrau vorhin gedreht haben, hier bei mir vorliegen. Und wir können dann direkt loslegen mit Schneiden. Wir gehen jetzt mal über das Material drüber. Das ist ganz gut. Da sehen wir mal, wie viele Hunde da sind, wie viele Zwinger. Das drückt natürlich auch aus, einfach wie das wahrscheinlich in die Jahre gekommen ist, dieses Verblasste. Schönes Bild. Es gibt so ein paar Regeln beim Fernsehen, dass man eben jetzt doch mit emotional starken Bildern anfängt. Ja. Und deswegen würde ich vorschlagen, das ist jetzt im Prinzip einfach zu langweilig. Okay. Schöner Tag im Tierheim, ja, ja, kann man machen, aber ich würde jetzt erstmal gucken nach schönen Hundebildern. Okay. Und ja, da hilft uns jetzt der Andreas weiter, ne? Gut, da könnte man auch direkt umschneiden, das ist natürlich gut, es fängt mit der Bewegung an, er guckt ein bisschen traurig, ne? Und dann könnte man ihn jetzt nochmal von vorne zeigen, den Hund. Wir hatten noch eine andere Aufnahme. Ja, irgendwo läuft noch eine. Während des Schnitts wird noch der Name des Hundes recherchiert. Und der Sprechertext für den Film geschrieben. Die Hunde freuen sich bald. Ja, kommt das sehr neue. Gut. Die Chiara hat es einfach voll drauf. Dann schreibe ich das mal eben kurz auf. Okay. Ne? Chiara erlebt heute den stressigen Alltag eines Nachrichtenredakteurs. Als letzten Schritt darf Chiara im Tonstudio den Text auf ihren ersten eigenen Film sprechen. Die Hundewelpen freuen sich. Jetzt dauert es nicht mehr lange. Bald ist es fertig. Ich bin wirklich beeindruckt. Chiara ist erst 13 Jahre alt, aber sie hat das volle Programm heute locker durchgezogen. Zeit, ihr zu verraten, was ich mir für morgen ausgedacht habe. Hat Spaß gemacht? Ja, auf jeden Fall. So, und Chiara, ich habe dir ja schon angekündigt, eine Überraschung gibt es noch. Ja. Dann pass mal gut auf. Durchatmen. Hallo Chiara, hier ist Jan Hofer von der Tagesschau. Ich habe gehört, du interessierst dich sehr für Nachrichten und für unsere Arbeit. Wenn du Lust hast, dann komm doch einfach mal zu uns nach Hamburg. Ich freue mich sehr auf dich. Oh mein Gott, das ist ein Wir fahren nach Hamburg. Wie cool. Zur Tagesschau. Oh mein Gott, das ist so cool. Am nächsten Tag bei der Tagesschau, eine der wichtigsten Nachrichtensendungen im deutschen Fernsehen. Jan Hofer ist hier seit vielen Jahren Chefsprecher. Hallo. Hallo. Das ist Chiara. Hallo, ja. Schön, dass du bei uns bist. Danke, ich freue mich auch. Du interessierst dich für Nachrichten? Ja, ich interessiere mich total für Nachrichten. Also das hier ist unser sogenannter Newsroom 1. Wir haben zwei davon. Einer ist für Tagesschau 24, ist unser Nachrichtenkanal. Das sind die Kolleginnen und Kollegen hier vorne. Im zweiten Raum, da werden dann die späteren Sendungen gemacht, die Hauptausgabe um 20 Uhr und so weiter und so weiter und so weiter. Also im Augenblick ist alles relativ unspektakulär, weil die Welt sich gerade nicht so sehr schnell dreht. Also für unsere Nachrichtenbegriffe. Das kann sich aber schnell ändern, nämlich dann, wenn irgendwo auf der Welt was passiert. Ja, klar. Kannst du dir vorstellen, selber mal Moderatorin zu werden? Ja, auf jeden Fall. Das ist mein Berufswunsch. Ja. Aber da muss man eine vernünftige Ausbildung haben. So, hier, Jan Hofer erklärt uns die Arbeit im Newsroom. Hier kommen rund um die Uhr Nachrichten und Meldungen aus der ganzen Welt an. Die Redakteure müssen entscheiden, was für die aktuelle Sendung am wichtigsten ist. Sie müssen jede Meldung überprüfen und dann die Wort- oder Bildbeiträge erstellen. Bitte schön. So, das hier ist unser Wohnzimmer. Unser Allerheiligstes. Das ist unser Studio, eines der modernsten Studios, die es auf der ganzen Welt gibt. Hier dürfen nur wenige Menschen hinein. Schon allein wegen den vollautomatischen Kameras, die sich wie von Geisterhand bewegen. Chiara darf jetzt einmal das Gefühl ausprobieren, an diesem coolen Arbeitsplatz zu stehen. Ja, jetzt ist top drin. Ausnahme von den US-Sonderzöllen auf Stahl und Aluminium. Mehr zu Merkels Besuch gleich im Mittagsmagazin. Du hast gesagt, so und so viele Menschen ohne,
ohne Job teilt die Agentur für Arbeit mit. Nein, teilt die Agentur für Arbeit mit. Okay. Die Betonung liegt auf der Agentur für Arbeit, weil es hat ja nicht die Bundesregierung mitgeteilt oder Herr Mayer oder Herr Müller, sondern die Agentur für Arbeit. Okay. Und das nennt man die Sinnfälligkeit in der Betonung. Das heißt, du musst versuchen, so zu betonen, dass der Zuschauer wirklich auch weiß, was du meinst. Die falsche Betonung kann eine Nachricht komplett entstellen. Okay. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich vor der Sendung damit zu beschäftigen und sich zu überlegen, wie betone ich und wie mache ich das, damit der Zuschauer auch mitgenommen wird. Was machen Sie denn, wenn Sie mal husten müssen oder Durst haben? Können Sie sich hier was verstecken? Wir haben hier eine Vorrichtung, wo man Wasser und einen Becher einstellen kann. Was wir nicht mehr haben, ist eine sogenannte Räuspertaste im Radio. Was ist das für eine Taste? Das ist eine Taste, wo man das Mikrofon stumm schalten kann. Das ist im Radio gang und gäbe. Das gibt es bei uns nicht mehr. Da muss man versuchen, tief durchzuatmen und da irgendwie durchzukommen. Was ist, wenn Sie sich einfach versprechen, zum Beispiel, wenn jetzt gerade das Wetter war und dann das Wetter zu Ende ist und Sie dann einfach nochmal sagen? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil du musst in einer Zehntelsekunde entscheiden, ob der Versprecher so war, dass er die Nachricht nicht verändert hat oder entstellt hat. Oder ob es besser wäre, zu sagen, ich wiederhole noch mal. Sehr beeindruckend, oder? Ja, total. Vielen, vielen Dank. Sehr spannend. Gerne. Ja. Jan Hofers Tipps kann Chiara gleich umsetzen. Denn jetzt geht ihr großer Traum in Erfüllung. Sie darf ihren eigenen Beitrag im Tagesschaustudio anmoderieren. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Tierheim in Mainz baut derzeit ein neues Hundehaus. Das alte Gebäude ist mit rund 40 Vierbeinern fast immer voll besetzt. Der Neubau wurde nötig, weil dort immer mehr Tiere abgegeben werden. Die Hundewelpen freuen sich. Jetzt dauert es nicht mehr lange. Bald ist es fertig, ihr neues Hundehaus im Tierheim Mainz. Auch Mischlingsrüde Spike wartet auf mehr Auslauf im Neubau. Zurzeit leben hier rund 40 Hunde. Doch leider werden immer mehr abgegeben. Ich glaube, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, dass man sich wirklich im Vorfeld gut über die Rassen informiert. Wir haben die Bedenken, dass sich die Leute da so ein bisschen weniger drüber Gedanken machen, sondern einfach schauen, ach, der ist doch ganz süß und der sieht ganz nett aus und der ist ganz schön. Und ja, dann geht es halt leider auch mal schief. Und daher ist mehr Platz wichtig. Rund 600.000 Euro hat der Neubau gekostet. Das Hundehaus soll in wenigen Wochen fertig sein. Ich war sehr geschockt von dem Anblick des alten Hundehauses, da es auch sehr ungemütlich war, und hoffe, dass sich die Hunde in hier diesem neuen Hundehaus wohlfühlen werden. Außerdem wünsche ich mir, dass das Problem der vielen Abgaben der Hunde endlich an den Wurzeln gepackt wird und somit eine Veränderung stattfinden kann. Und damit gebe ich zurück ins Studio. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Hallo Chiara, hier ist Muschta. Hi! Du hast das ganz, ganz großartig gemacht. Wir sind hier alle ganz verzaubert und ich bin super stolz auf dich. Wie war's für dich? Ja, danke. Mir hat's auch mega gut gefallen. Also ich könnte das jetzt immer so weitermachen. So, einmal Feedback. Und, hat's dir gefallen bei uns? Ja, auf jeden Fall. Ja? Total. Und willst du es immer noch werden? Ja. Ich habe deinen Film gesehen, der ist sehr schön geworden. Ja, danke schön. Ja, ganz toll. Alles Gute für dich. Ja, danke schön. Toll, toll, toll. Vielen, danke. Vielen Tschüss. Vielen Dank. Es war sehr spannend heute. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Gerne. Chiaras großer Tag geht zu Ende. Sie hat bewiesen, dass sie echt das Zeug hat zur Nachrichtensprecherin und zur Redakteurin. Und wer weiß, vielleicht können wir sie in ein paar Jahren öfters sehen. Bei Logo oder bei der Tagesschau. Das war Chiaras großer Tag als Nachrichtensprecherin und ich bin super stolz. Bist du zufrieden? Ja, total. Es war so, so schön. Und sollen unsere Zuschauer zu Hause, die auch einen richtig großen Traum haben, sich bei uns bewerben? Auf jeden Fall. Macht das wirklich. Geht auf www.deingroßertag.de und bewerbt euch. Es lohnt sich wirklich. Ihr habt's gehört. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau. Chiara, vielen Dank. War sehr schön mit dir. Danke dir auch. Lass dich grüßen. Und wir sehen uns bald. Tschüss. Tschüss.